Hey Leute und willkommen zu einem kleinen neuen Video auf unserem Kanal. Und ja, in dem Video will ich euch einfach mal erklären oder erzählen, eher gesagt, wie es in den nächsten Mo Wochen und Monaten auf unserem Kanal weitergehen soll. Ihr werdet es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, gestern oder vorgestern, je nachdem wann das Video rauskommt, für mich jetzt gestern, hat die neue Season angefangen in Minecraft. Mit Tobi, Flori und natürlich dem Geilsten, nämlich mir. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten unser Hauptprojekt sein. Da kommt jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video von. Wirklich jeden Tag ohne Ausnahme. Hier wird einer Psychospiele mit mir spielen gerade. Finde ich nicht so geil. Falle ich jetzt aber nicht drauf rein. Außerdem kann er ruhig kommen. Hi! Scheiße, ich hatte mein Schwert nicht in der Hand. Genie Torben. Ja, ich sehe dich auch. Komm, jetzt stirb. So, gut, das war die erste Runde. Wir machen direkt weiter. Ihr seid live dabei. Uncut hier, glaube ich zumindest. Es sei denn, ich cutte das gleich. Dann bin ich am Arsch. Aber ich denke, ich cutte das nicht. So, nein, ich cutte das nicht. Und ja, dann auf jeden Fall Minecraft Season 2 jeden Tag um 14 Uhr. Das ist. Ich habe mich da schon ewig, wollten wir das mal machen und ich habe mich da so drauf gefreut. Und ich finde das Projekt jetzt auch extrem geil. Vor allem, weil sich die Qualität jetzt in den letzten Videos hatte ich ein scheiß Texture-Pack drin, weil das irgendwie mit dem Snapshot nicht funktioniert hat. Weil wir euch direkt das Neueste bieten wollten. Und da musste ich nur so ein, konnte ich nur so ein 32x32er nehmen. Aber ich habe es hingekriegt, dass ich jetzt in den Snapshots wieder ein 256er mal 256er nehmen konnte. Ich höre den Typen schon. Hi, Kollege, was geht bei dir? Ja, das ist uncool. Ja, auf jeden Fall habe ich das hingekriegt und das ist ziemlich cool. Außerdem wird sich die Audioqualität wesentlich verbessern. Das werde ich auch schon hier in dem Video machen. Ich habe da so ein paar neue Sachen eingestellt und rumprobiert und ja, da bin ich mal gespannt, ob ich das so hinkriege, wie ich wollte. Weil mir die auch nicht ein bisschen gefallen hat. Vom TeamSpeak war das, muss ich da ein bisschen höher stellen auch noch. Aber das kriege ich alles hin. Das wird erst. Puh, das kommt ein bisschen später. Also wir haben jetzt nach den letzten Videos eine Aufnahmesession gemacht. Also mit dem neuen Texture Pack. Aber da müsst ihr erst eine Session abwarten, dann kommt es auch noch mit der neuen Audioqualität. Ja, dann auf jeden Fall reden wir jetzt erstmal nicht mehr von der Season, sondern fangen mit den anderen Projekten an. Also, The Forest kommt weiterhin. Gibt es jetzt eine kleine Pause? Ich würde sagen, gebt mir noch 2 Tage, wenn das Video hier draußen ist. Oder vielleicht ist dann auch schon wieder eine neue Folge draußen, je nachdem, wie schnell ich rendern kann. Und ja, The Forest weiterhin jeden Tag um 18:30 Uhr ein neues Video. Ab dem nächsten Mal, wenn The Forest rauskommt, wieder. Und dann natürlich noch Minecraft PvP. Leute, Minecraft PvP mit Tobi, Flori und mir. Das kommt auch auf jeden Fall wieder. Bad Wars Survival Games und so ein Scheiß halt. Alles Mögliche, was mit PvP zu tun hat. Könnt ihr natürlich auch gerne Wünsche in die Kommentare schreiben. Die werde ich mir auf jeden Fall durchlesen und auch drauf eingehen. Wie ihr wisst, antworte ich auf so ziemlich jeden Scheiß, den ihr in den Kommentaren schreibt. Also spammt die ruhig mal voll. Ja, was gibt's noch alles? Wir wollten auch mal dann hier so ein Let's Battle machen, also na, richtig krasses Battle, wisst ihr Bescheid. Auch noch ein Überraschungsprojekt, also was wir schon mal gebracht haben, aber jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Da hatten wir noch unseren alten PC und es hat krass gelaggt. Wollen wir jetzt auch noch mal eine Neuauflage machen? Verstehe ich nicht, warum die Leute da ist. Ja, das haben wir vor. Dann ja, hat noch halt so ein Torben vs. Tobi, Torben vs. Flori. Vielleicht finden wir auch noch andere YouTuber, die da mitmachen wollen. Dass wir einfach dann zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, 3 Runden Syndicate Games gegeneinander spielen. Und wir daraus den Gewinner so, ne, wer die meisten Runden gewonnen hat, Best of 3 dann halt. Und ja, mal gucken, was wir da machen werden.
Ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt wieder auf eine richtig aktive Zeit von uns freuen. Ich finde einfach keine Waffe, also keine Nahkampfwaffe, das ist echt ein bisschen scheiße. Gefällt mir nicht, meine Freunde. Ups. Hier gibt's ja keinen Fallschaden, das ist richtig. So. Optimale Stelle übrigens, wo ich runtergesprungen bin. Ich könnte euch jetzt hier voll den Trick zeigen, den Trick. Aber das will ich gar nicht. Ich will lieber fair gewinnen. Oder? Ich finde keine Waffe. Okay, pass auf, Leute. Das dürft ihr aber nie nachmachen, ja. Für euer Bestes. Voll der tricky Trick kommt jetzt, Leute. Passt mal auf. Ich zeige euch etwas Cooles. Dafür müsst ihr dem Video ein Like geben. Weil ich euch sowas Cooles zeige. Ich will nicht alle Enderperlen verbrauchen. Ja gut, zwei habe ich noch, das ist gut. Wir klettern jetzt hier nämlich mal richtig sneaky den Wasserfall hoch. Ich hoffe. Na, jetzt kletter doch hoch. Ich hoffe, der Typ hat uns nicht gesehen. Das ist ziemlich scheiße, wenn der auch mitkommen würde. Gut. Ich würde sagen, wir sind oben. Hier kann man erstmal schön die Aussicht genießen, ne? Über die Map. Circus heißt die, glaube ich, ne? Ja, ja, kann sein. So, und jetzt sind wir nämlich hier oben, Leute. Und zu unserer Linken befindet sich die Map Winter, zu unserer Rechten hier diese komischen Inseln mit Lava dazwischen. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Map Winter. Und werden uns ein bisschen equippen. Ja, so kann man das natürlich auch machen, Leute. Mann, das wollte ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich fair spielen. Aber ich habe keine Waffe gefunden und sonst wäre es ein bisschen langweilig, wenn ich mich direkt opfern müsste. Außerdem kann ich so ein bisschen besser erzählen. Ja, siehst du, hier finde ich direkt in der ersten Kiste eine Waffe. So muss das. Was gibt es noch zu sagen? Also, ich habe ja gerade aufgehört mit den Let's Battlen und dem Zeugs. Dann werde ich noch versuchen, viel... Hauptsache ist wirklich... Okay, wir haben gewonnen. Torm Scare... Midark... Away. Hauptsache ist wirklich, dass ihr uns unterstützt, Leute. Wir brauchen euren Support. Und, ja, wirklich jeder Like... boah, das zeigt uns echt, dass wir weitermachen. Zum Beispiel bei Bad Wars ist so krass gut angekommen. Hat irgendwie jetzt schon über 50 Likes. So wissen wir auch dann, was euch Spaß macht und werden das nochmal machen. Also echt, wenn euch irgendwas gefällt, schreibt mir das in die Kommentare. Lasst uns ein Like da, auch ein Abo natürlich. Das ist sowieso immer das Beste, weil ihr dann nichts mehr verpasst. Und ja, da über sowas freuen wir uns echt dermaßen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie uns das gefreut hat, als wir mal so nach ein paar Tagen auf das Bad Wars Video geguckt haben und das so krass abgegangen ist. Ach komm, du hast keine Schnitte mehr. Ich habe dich so gut gehittet. Fuck, hitte mich nicht. So, und ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wir uns da gefreut haben. Das macht auf jeden Fall Spaß, sowas zu sehen. Und anscheinend hat es ja auch euch Spaß gemacht. Sonst hättet ihr dafür nicht so viele Likes gegeben. Kommentare waren da auch bei, wie krasse Runde und so, ist das geil und so. Und sowas freut uns halt, Leute. Sowas könnt ihr natürlich immer mehr raushauen. Aber jetzt konzentrieren wir uns einmal kurz hier auf die Runde, weil die Map mag ich eigentlich nicht so. Ja, scheiß Rottenfleisch brauche ich hier nicht. Scheiße. Och, deswegen mag ich die Map nicht so. Hätte der jetzt... Der darf nicht checken, dass ich brenne, sonst kommt der gleich. Gott. So ist Gott. Mann, warum denn kein Schwert, ey? Der macht mich gleich platti. Ich wette, da oben sind noch Kissen. Ich kenne die Map auch gar nicht gut. Wenn ich ehrlich bin. Na, lass mich mal hier hoch. So, so. Ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Audioqualität jetzt... Bin ich zu dumm. Wie ihr die Audioqualität von... Oh, da kommt er schon, ey. Der hat wahrscheinlich schon ein Schwert. Hat er auch Enderperlen? Wehe. Dann war es das für mich. Wie ihr die Audioqualität von dem Video hier findet. Ich weiß, dass ich gerade scheiße spreche. So, jetzt spreche ich wieder normal. Wie ihr die Audioqualität von dem... Ich wiederhole mich zum 10. Mal. Ja, wie ihr die findet. Grafik, oh Gott. Grafik müsste ja soweit gut sein. Hab ja 1000... Och, gib mir doch ein Schwert, Alter.
Fuck! Hab ja 1080p beim Hochladen auf YouTube. Und ich habe keine Ahnung, wie ich mich gegen den wehren soll. Ich finde ja einfach keine Waffe. Schon wieder. Da hinten ist eine Kiste. Hallo! Alter, jetzt leckt's auch noch. Krass. Sind wir tot? War auf jeden Fall eine richtig gute Runde. Kann auch nicht mal wiederbeleben drücken. Leute, jetzt sehen wir uns nach einem kleinen Cut wieder. Bis gleich. So, Schnuckis, da sind wir auch schon wieder in einer neuen Runde. Und ja, ich hoffe doch, dass das diesmal ein wenig besser läuft für uns mit den Waffen und so. Also Stadtkiste war schon mal nichts, aber hier ist ja direkt die Waffe und der Eisenhelm. Dann holen wir uns noch die Enderperlen und dann können wir eigentlich auch schon direkt jagen gehen, wenn es nach mir geht. Zack. Passt auf, jetzt clearen wir uns noch da unten die Kisten. Und vielleicht finden wir dann ja sogar eine Chestplate, weil die ist echt immer praktisch, weil da die meisten Hits drauf kommen. Das wäre echt toll. Ne, wir finden einen Diamanten, ne? Können wir... Weißt du, fresh hier mit einem Diamond rumzulaufen. So, hoch hier. Schnapp mir dich, Alter. Na, wo bist du? Ach, Wichser, der hat die Seiten gewechselt, ey. Mann. Dann machen wir ihm das mal nach. Die Kiste hat er... Ich nicht gen... Hä? Okay, da hat er eindeutig die bessere Position. So, ja Leute, ich würde auch sagen, das war's dann schon von dem Video, weil ich habe eh nichts mehr zu sagen. Außerdem soll das Video nicht so lange sein, damit ich das noch irgendwie schnell schaffe hochzuladen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da und ein Abo vielleicht auch noch, ne, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Kommentiert und macht all den Scheiß, den man als YouTube-Zuschauer halt macht. Ja, vielen Dank nochmal für euren Support und so und weiter so, Leute. Echt, das macht gerade so viel Spaß wie nie. Tschüss!